Da sind wir wieder. Letztes Mal haben wir 3 Kämpfe gemacht, 3 Battles bestritten. Vorher haben wir unseren Roboter hier 2 Flügel mit einer Kanone angebaut und wir haben ja gemerkt, dass dieser Roboter nicht ganz so seinen Zweck erfüllt. Er ist ein bisschen schwach. Er ist halt einfach der Anfangsroboter und genau darum wollen wir uns in dieser Folge kümmern. Wir bauen uns einfach mal einen neuen zusammen. Und das macht man, indem man erstmal, na gut, man könnte den auch abbauen, aber ich mach's anders. Ich drücke Tab fürs Menü und kann dann hier oben G drücken oder ich gehe einfach so auf Garage. Da habe ich dann 3 Roboter zur Verfügung, die ich mir parallel bauen kann. Ich kämpfe mal in 2, in 3, alle leer. In 2 hat man den Vorteil, so eine kleine Hilfe, dass hier, dass hier der Roboter halt schon so ein bisschen gebaut ist, aber es bringt einem auch nicht viel. Ich werde trotzdem hier in dieser zweiten Garage bauen. Also laden wir mal den Roboter und hier haben wir das Grundgerüst. Ganz wichtig bei jedem Roboter, was man haben muss, damit man überhaupt spielen kann, ist dieser Sitz. Das ist der Fahrersitz. Aus der Höhe guckt man dann auch später. Das bedeutet, wenn man... Ach, jetzt zeige ich euch demnächst im Spiel. So, also, jetzt muss man sich erstmal überlegen, der Roboter, was muss er können, wie muss er aufgebaut sein, wie ist es praktisch. Also wichtig, der Pfeil unten auf dem Boden zeigt an, wenn wir ihn hier bauen, das ist die Fahrtrichtung, da ist vorne und das ist auch Mitte. Wenn wir den jetzt hier so hinbauen würden, nach rechts, dann wäre das Problem, dass das Fadenkreuz, das in der Mitte ist, wäre dann irgendwo ganz rechts neben dem Roboter und das wäre ja nicht so, naja, super. Worauf man noch achten muss, oben links steht einmal Level 2, ja, 2 Level Player, bedeutet wir sind Level 2 und daneben steht CPU 18 von 436 P-Flops. Das bedeutet, jeder Stein hat eine bestimmte Anzahl von diesen Flops. Ich glaube, so ein normaler hat einen. Kann man ja ausprobieren. Ja, hat einen. Wurde auf 2 Klötze, wurde auf 20 erhöht. Und pro Level steigen diese maximale Anzahl von Flops und man kann halt nur 436 Flops für diesen Roboter jetzt verwenden. Das heißt, er darf größer sein als diese Anzahl. Aber ich hoffe, das hat man irgendwie verstanden. Und ja, dann fangen wir an zu bauen. Erst muss man, würde ich sagen, diese Plattform sieht ganz gut aus. Und wir holen uns mal über Q unser Inventar. Und gucken erstmal hier nach Movement, nach Rädern. Da haben wir einmal die... Oh, Mist, wollte ich gar nicht aufdrücken. Haben wir einmal diese Räder. Ja, es fährt vorwärts. Ich weiß gerade nicht, welches ist. Also, irgendwie ihre. Ja, genau, diese müssten das sein. Das hier sind die beweglichen, die sich bewegen, wenn man lenkt. Und die anderen sind halt ganz gerade nur. Aber ich würde empfehlen, zumindest so wie ich den Roboter jetzt bauen möchte, 4 bewegliche zu nehmen. Weil, wenn ein Rad abgeschossen wird, das passiert ja ganz schnell, wenn das Rad getroffen wird, ist es kaputt, ist es weggesprengt, dann kann man halt trotzdem immer noch lenken und das ist halt ein riesen Vorteil, weil wenn man nicht lenken kann, wie will man dann irgendwas machen? So, überlegen, wie viele Räder braucht man? Ich würde empfehlen, wir haben momentan 8 Stück zur Verfügung, aber ich würde vorschlagen, wir benutzen erstmal nur 4. Oder kaufen wir uns gleich welche. Aber erstmal benutzen wir nur 4. So, viel zu viel Geräte. Ich würde sagen, wir setzen hier ein Rad hin. Mit ein bisschen Abstand. Hier eins. So. Also ich habe jetzt vorher keine Pläne gemacht, wie ich den Roboter baue. Ich habe ein bisschen was im Kopf und naja. So. Das ist ja super. Wir können das den Roboter einfach mal testen, wie er sich bis jetzt fährt. Wir drücken auf P dafür. P ist nämlich Practice. Da können wir ein bisschen testen und dann einfach wieder zurückkehren, ohne dass wir irgendwie Reparationskosten drücken, zahlen müssen. So, wir fahren einfach mal los und sehen, ich habe es genau falsch herum gemacht. Ich habe die falschen Räder genommen, also ich fahre die ganze Zeit nur geradeaus. Ich drücke auf A, ich drücke auf D zum Lenken, er fährt nur geradeaus. Das ist nicht so produktiv, würde ich jetzt einfach mal sagen. Drücken auf Escape, Self-Destruct, naja. Also gleich mal der erste Fail in dieser Baufolge, aber vielleicht unterhält euch ja sowas, vielleicht sitzt ihr jetzt vom Bildschirm Loch durch Schrott, was für ein Vollidiot ich bin. Oh. Jetzt connecten wir erstmal wieder zum Server.
und bauen diese Räder ab. So. Okay. Ich habe gerade auf Uhr geguckt, wie spät es ist, damit die Folge nicht zu lang wird, euch langweilt oder was auch immer. Also jetzt der Crew und die zweiten hier auswählen. So. Ich hätte es einfach lesen können, die Beschreibung. So. Hier packen wir mal einen hin. Und hier packen wir mal einen hin. Wobei, das machen wir nicht. Weg damit, weg damit. Wir holen uns erstmal Klötze. Und zwar hier die klassischen. Die Grundform unten. Die schwarzen, die man da eben gesehen hat, die haben den Vorteil, dass sie viel stabiler sind. So, wir bauen hier mal zwei Reihen rein, damit es symmetrisch wird. Hier auch noch zwei Reihen ran. So. So, Flops im Auge behalten, aber da ist noch... Ah, der sollte dann nicht hin. Flops haben wir noch genug, so wie es aussieht. Okay, ich kann schon mal einen sagen. Bauen kann ich keine Roboter, die sehen hinterher aus wie... Naja, was weiß ich. Weißt du was? Hinten die drei noch gerade weg. Jetzt schnell mal die Räder dran. Oder Räder. Was man auch wirklich achten muss, dass man richtig baut. Weil wenn man falsch baut, hat man das Problem, dass der Roboter beim Beschleunigen oder beim Bremsen nach vorne und hinten überkippt. Das muss man dann immer wieder üben, aber mit der Practice-Funktion ist das ja alles gar kein Problem. Boah, ist das ein gewaltiges Teil, wenn man sich so anguckt, aber es kann uns ja sowas von... Ah, jetzt falscher Knopf. Da Inventory können wir so machen. Anstatt Q zu drücken, bauen wir jetzt mal aus den Schwarzen. Die haben ein besseres Leben. Ein bisschen schwerer. Und ja, okay. Da, den nehmen wir aus und bauen damit. Ah, was war das gerade? So. So. Ganz wichtig ist, dass man das Ding nicht zu hoch baut. Weil wenn man es zu hoch baut, kann es ganz leicht sein, dass er das Gleichgewicht verliert und irgendwie umfällt. So. Bauen ist natürlich mal eine Sache, da entsteht der Spaß beim Gucken durchs Reden, wie der Let's Player jetzt mal redet, und ich hoffe, ich kann das einigermaßen erträglich für euch machen, dass ihr euch jetzt nicht total langweilt. Das wäre dann nämlich auch nicht in meinem Sinne. Ja. Das hier ist unser Brotkasten, unser Briefkasten. Ey, keine Ahnung, wie sieht das aus? Wie ein Sofa? Nein. Und hier vorne noch eine Reihe. Ah, den da nicht. Jeden Flop sparen. Sieht zwar jetzt aus, ja, 160 Flops, da sieht nicht viel aus, aber sobald jetzt Waffen rankommen. Ja, oh, den Hardware da. Okay. Wir haben jetzt nur 0 zur Verfügung, und zwar aus dem Grund. Natürlich jetzt. Ah, was mache ich da? Falscher Knopf. So. Ich bin so schusselig, tut mir leid. So, wir müssen ja hier in die Garage Nummer 1 auswählen. Und jetzt mal laden, das Teil. Wenn wir hier nämlich dann jetzt auch die Waffen abbauen, haben wir die da gleich auch zur Verfügung. Das wusste ich nicht. So, erstmal hier alle Waffen mitnehmen. Na, so. Ich könnte mir auch welche kaufen, aber vielleicht noch zu wenig Geld. Nehmen wir hier noch 4 Räder mit. Gehen zurück in die Garage. So, und so. Also, jetzt bauen wir erstmal das Ding hier weiter. Und zwar haben wir jetzt 6 Kanonen zur Verfügung. Das klingt ja schon mal gut. Vielversprechend, könnte natürlich gar nicht besser sein. Setzen da eine hin. Da eine. Da eine. Da eine. Wobei... Nee. Komm weg. Da eine. Da eine. Und da hinten machen wir jetzt noch Folgendes. Da setzen wir noch zwei Klötze hin. Und jetzt nochmal die, damit die von ein bisschen höher schießen. Und weiß ich, ob das was bringt, ich habe keine Ahnung. Wird schon irgendwie klappen. So, das haben wir. Kommen wir noch eine Rad rein? Ja, auch hier. Wir haben hier noch ein drittes Rad rein. Wir haben ja gerade Räder abgebaut. Ich dachte, das Ding wäre länger, aber naja. So, jetzt noch zur anderen Seite. So, jetzt haben wir auf beiden Seiten 3 Räder.
Und ich habe Angst, dass es, wenn ich losfahre, nach hinten überkippt. Darum probieren wir das Teil jetzt einfach mal aus. Wenn wir schon dabei sind, dann können wir ja auch voll dabei sein. Ja, 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 so. Ja, da ist das Bild. Wir geben Gas und ah. Er hält. Nein, er hält nicht. Er ist umgekippt. Ganz toll. Genau, was er befürchtet. So, also machen wir wieder. Wir stören uns einfach selber. Die anderen, die ihr seht, das sind auch echte Gegner. Ich könnte die zerstören, wenn ich wollte. Aber das bringt mir keine Punkte. Der bringt keine Punkte. Die wollen nicht ihre Fahrzeuge auch nur testen. Nein, hier im Practice Mode. Also machen wir folgendes. Wir nehmen wieder uns hier neue Klötze. Und kloppen die einfach hier vorne mal dran. Na, falsch, falsch, falsch. So. 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 Na, na, so. Hinten auch noch dran. Hinten dran, dass er nicht nach hinten überkippt. So, drei Stück sollten da eigentlich reichen. Es sieht halt nicht schön aus, aber es ist praktisch. Diese Roboter. Aber damit wir es noch ein bisschen... Ah, unten, unten, unten. Falsche Taste. Damit es noch ein bisschen schöner wird, können wir ja hier diese schönen Dinger dran machen. So. Sieht das jetzt besser aus? Wir könnten natürlich... Ja, den noch drehen. Ja. Und hier noch ein Dach drüber bauen. Geht das? Na, geht nicht. So, ich würde sagen... Ach. Hier muss noch was vor. Hier muss auf jeden Fall noch was vor. Weil so geht das nicht. Sieht das ja blöd aus. Also kommt hier noch ein Klotz. Hier noch ein Klotz hin. Und da noch ein Schild vor, wenn es geht. Also Schild. So. Okay. Damit er noch ein bisschen schöner aussieht. Hier noch einen vor. Hier und hier. Ja, wobei, nee. Das sieht blöd aus, das muss ich ehrlich sagen. Und zwar packen wir hier und hier solche hin. Und dann diese hier kurz drehen. Drei. Ja, passt. Wir haben 11 Stück, das passt auf jeden Fall. Dann hier noch einen hin. Hier noch einen hin. Und ich würde sagen, das Ding sieht doch hammermäßig aus. Naja, nicht ganz, aber wir probieren ihn mal gerade im Training nochmal aus, im Practice Mode, und gucken, ob er dann auch so geil ist, wie er aussieht. Und dann sehen wir im nächsten Let's Play, fertig dann mit dem Spiel in der nächsten Folge, und gucken, ob wir mit ein paar Gegnern zerstören können, ein bisschen ärgern können. Ich gebe mal Gas und ich lenke. Er kippt schon mal nicht um. Ich bremse stark. Rückwärts, er kippt auch nicht um. Er schießt natürlich ratzfatz. Mal gucken, ob wir irgendwo hier einen Gegner finden. So, ah, da hinten ist er. Seht ihr die? Da hinten fällt einer rum. Da. Oh, da sind noch mehr. Die feuern nicht einfach ein, das war ein bisschen gemein, aber. Ich weiß gar nicht, ob wir das mitkriegen. Der wird bestimmt auch nicht schießen, oder? Nee. Okay. Gut. Also funktioniert tut er. Das würde ich darum, würde ich sagen, das reicht. Wir wollen ihn ja jetzt nicht unnötig kaputt machen und ärgern. Das wäre ja auch ein bisschen blöd. Stell vor, uns hätte eben beim Testen irgendeiner einfach auf uns eingehämmert. Das wäre auch scheiße gewesen. So, dann würde ich sagen, er sieht doch irgendwie wie ein Käfer aus, oder? Hier vorne so zwei... Kneifer, so ein Ohrenkneifer könnte das sein. Ja genau, das ist unser mutierter Ohrenkneifer mit 1 Million, naja, nicht ganz 1 Million Augen. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, ist es schön. Und wir sehen uns dann vielleicht nächste Folge wieder. Bis dann.